What the fuck? Das habe ich ja gut gemacht. Oh nice, den kann ich einfach einsammeln. Hallo, ich will den Fisch einsammeln. Lol. Die können hier rausspringen? Ist ja dämlich. Das ging schief. Nein! Nein, bleib da! Okay. I guess I killed it. Ich habe auch einen gefangen. Ich bin so gut hier, ey. Ich würde sagen, hier gibt's Essen. Ich fange noch ein paar. Ha, ho, ha. Ach so, ja, ich laufe vielleicht gleich los. Horte, Gulli ist bestimmt im Essen. ich meine beim Essen. Sobald wir alle Zutaten zusammen haben, kommt alles in die Küche in einen Topf. Dann wird gekocht. Das müssten jetzt alle sein, oder? Brauche ich noch irgendwas? Nee, ne? Bitte sag mir, dass das alles war. Das war doch alles, oder? Das ist episch programmiert. Super episch programmiert. So, Ach, du machst doch die 100%. Ich bin mir echt noch nicht sicher, ob ich die 100% mache. Das ist sau viel. Also, du willst mich schon wieder verkaufen. Junge, hab ich doch schon alles. Was willst denn du? Oh, der Mond ist rot. Na, sieh mal einer an. Hui. Da gibt's das Essen. Das wollte ich mir noch markieren. Fackel und einen Topfdeckel brauche ich jetzt beides eher nicht. Hey du, ich glaube, ich habe alles, was du willst. Hunger, Hunger, ich will Knopfsparlachs. Ich will immer noch Knopfsparlachs. Habe ich alles? Das war für diesen Teil der Mission alles. Ich weiß noch nicht, ob ich die 100% mache. Keine Ahnung. Maxilachs. Oh ja, den muss ich dann später, muss ich den eindeutig. So, jetzt brauche ich diesen Weizen, ne? Banterweizen und diese Butter, ne? Das war's. Die drei muss ich jetzt da reinknallen und dann kriege ich Knusperlachs. Ich save das vorher nicht, dass ich jetzt was verkacke. Kille noch was. Warum? Was hilft es mir jetzt noch was zu töten? Was hilft es mir jetzt noch was zu töten? Essen. Boah, jetzt hätte ich fast Essen gewählt. Maxi Knusperlachs. Heieiei. Hunger, Hunger, ich will Knusperlachs. Oh, was duftet denn hier so herrlich? Das kann doch nur eins sein. Knusperlachs. Ist der für mich? Der ist bestimmt für mich, oder? Hahuha, hey. Yippie, vielen Dank. Mampf, Mampf, Miam, Schmaps, 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 Schmatz, Rübs. Ah, jetzt bin ich auch voll. Ha-hu-ha-ha, hey, ha-hu-ha-hey. Oh, ich muss mich an meine Versprechen halten, das ist ja doof. Blöd. Eigentlich sehe ich gerne, weißt du, ich krieg nur so schlimmes Lampenfieber, wenn mir fremde Leute zuhören. Ha-hu-ha-hey. Aber ich glaube, ich vor dir üben will? Nein! Naja, vielleicht wird es besser, wenn ich mit meinen Schwestern übe und du hörst nicht zu. Aber danke nochmal. So etwas Leckeres habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ich werde beim Üben alles geben, also komm doch später mal und hörst dir an, okay? Nice. We did it. So, und jetzt kochen wir. We cook it. In die Hand. Ich brauche mal einen Röstapfel. Ich weiß gar nicht mehr, für welche Mission, aber für irgendwas brauche ich einen Oh no, muss ich den in Feuer reintun? Uff, muss ich den in... Bitte, Link, lass dich nicht selber kochen. Das wäre sehr praktisch. Muss ich den in Feuer reintun?
Das lohnt sich nicht, dafür habe ich nicht genug, ne? Den muss ich braten, ja, ich hab's befürchtet. Mach mal wieder ein bisschen Essen. Muss sich ja auch lohnen. Von euch nehme ich aber jetzt mal 5 in die Hand. Einfach um mal wieder so ein richtig krasses Superheilding zu kriegen. Was mir 15 Herzen schenkt. Sehr nice. Okay. Aber jetzt nehme ich immer die volle Heilung mit. Ein paar Mal volle Heilung ist auch nie verkehrt. Würde ich mal sagen. Und eben, ja, 3 Herzen jeweils. Das ist in Ordnung. Zack, bisschen kochen. Fremd. Stimmt, wir müssten jetzt eigentlich Bestie sein. Da kann ich nicht widersprechen. Da hat Just einen absoluten Punkt. So, gut. Haben wir wieder ein paar von denen. Was haben wir sonst noch? Wir haben diesen Maxi-Lachs. Wie viel gibst denn du einzeln? Volle Heilung und 4. Oh, nice. Ja, okay, bei 4 lohnt sich schon gar nicht mehr, die zusammen zu kochen. Ich meine, die 15 Herzen waren natürlich nice jetzt einmal. So, weißt du, das ist dann für die ganz kniffligen Gegner. Zack. Muss ich braten und nicht kochen? Ja, okay. Also muss ich den irgendwo mal ins Feuer halten, das wird ja lustig. Wo kriege ich denn jetzt Feuer her? Oh, jetzt hatte ich gerade Glück, ne? Der heilt jetzt mehr als die anderen, ne? Nice. Okay, was habe ich denn sonst noch so? Oh, Alter, habe ich viel Zeug, ey. Schleichen. Die stärken beide die Angriffskraft. So. Habe ich noch irgendwas, was mich stärker macht? Als Kochzutat. So, jetzt habe ich hier 4. 4 plus Nummer 4 sind 8 Herzen, die es heilt. Das lohnt sich nicht. Wie viel? Ja, wobei, es macht keinen großen Unterschied. Schmeiß mal alles rein. Hey, what's new? Oh, nothing special. Oh, nice. 3 Schwerter, Alter. Jetzt hau ich aber rein. Bam. So, okay. Ausdauer. 5 Herzen. Fett Ausdauer. Nehme ich. Hi, Cringe. Mach 1. Wir geben einen Fisch rein und kochen 2 Fische am Spieß. Ja, muss sich ja lohnen. Okay. Oh, gegen Elektrizität isolieren. Oh. Stärkt die Körper. Also, das ist wahrscheinlich Angriffskraft, vermutlich. Fortbewegungsgeschwindigkeit. Ja, nehmen wir doch einfach mal 5 von den Dingern. Bisschen Maxi-Effekte brauchen wir hier. Wenn du mich mal so richtig verkloppen willst, ist das. Okay. Alter, Maxi-Speed. Ich habe jetzt alles, ey. Whoop. Körperkraft. Das ist entweder Angriffskraft oder was anderes. Naja, Bananen. Weg damit. Ultra-Angriff. Boah. You from Germany? Yes, I am. Where are you from? So, sie hat keine besonderen, aber gibt Essen. Oh, die nehme ich auch alle 3. Ach, du machst auch über das Maximum hinaus? Oh, nice. Füllt bei Verzehr Herzen auf. Wie viel füllt denn hier bitte Herzen auf? Das ist ja irre. I'm from Canada. Oh.
Nice. I've never been to Canada, but I'd like to go there someday. Okay, dann nehme ich mal hier alle drei Trüffel und von den Dingern nehme ich die einzeln. Wie viel heilst du? Oh, 6 Stück. Boah, das sind so schon 6, das Ding. Das ist eigentlich voll die Verschwendung. Nee, das meine ich. Meine ich, nee. So. Tja, Anton, da kannst du mal wieder dein Englisch üben, ne? Anton spricht gerne Englisch. Und es klingt immer super. Okay, so. Zack. Jupp. Schauen wir mal, was bei rauskommt. So. Oh, ich glaube, ich habe Glück mit dem Ding. Nice. Joa. Wer spricht nicht gerne Englisch? Ich. Okay. Anton, warum sprichst du Russisch? Also das mit Kanada aussprechen hat Anton noch nicht ganz drauf. Das ging bei ihm jetzt noch schief. Gut, was haben wir sonst noch? Noch mehr Angriffskraft. Holy. Lol, als ob was. Ach so, die kann man nicht stacken, ne? Also ich kann jetzt gar nicht mehr kochen. Ist ja geil. Ich meine, scheiße. Wow. Hat sich ja voll gelohnt. Aber hey, ich habe einiges wieder, was mir Herzen bringt. Oh no! Okay. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Die lilanen Aufspann, was 55. Wait. You can speak Russian as well, Cringe? Wow. I can't do that. I totally can not do this. Ja, geröstet, das kann ich stacken, das stimmt. Lil. Boah, bin ich voll. Ah, hier so Restkrabbe, Rest Maximuschel, was ich alles hab. Eieiei. Elektromedizin. Ach stimmt, jetzt habe ich gar nichts weiter gegen Elektro. Ne? Ach nee, doch. Das Elektro-Kochobst, whoop! Okay. You lived in Russia for 5 years. Oh, that's interesting. You see, Noxtan, who also wrote Russian, I guess, has Verwandte? Has family in Russia, or had, or around one of those countries in Russia. I don't know. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Thanks, Mifa. I don't know where they were exactly from. But he does indeed know a bit of Russian. A bit. Relatives. Oh yeah, relatives. I don't understand you. Oh, I'm sorry. I'm not that good. I know. Okay, wo will ich denn jetzt hin? Da will ich nicht hin. Maybe I should practice English a bit. Oh, du hast Kiel gefunden! Und du hast alle meine Töchter dahin geschickt! Bist du doch ganz bei Trost! Dann war
sie also wirklich da hinten? Oh Mann, mit ihr hat man echt nur Sorgen. Kann ich dir das hier als Dank für deine Hilfe anbieten? Geld. Nice. Schön. Oh, my accent is... Oh, sorry. I cannot do much against this. Oh, wenn ich weiß, wo sie ist, bin ich sehr beruhigt. Danke. The fun thing is, even Germans have problems to understand me when I speak German. Okay, let's go there, I guess. Ja, du hast alle meine Kinder aus der Stadt gejagt. Nimm mein Geld! Ich kann das total nachvollziehen, dass sie total glücklich darüber ist. Oh, brauche ich hier den Zauber? Achso, das war's schon. Du wirst ja leben. Ja. Oh, du hast mich entdeckt. Ich spreche eine Mischung, Michi. Ich spreche eine Mischung. Ich habe einen sehr stark fränkischen Akzent, spreche aber tatsächlich gar kein Fränkisch. Fränkisch ist viel krasser. Also viel, viel krasser. Dafür steht hier keiner mehr was, wenn ich Fränkisch könnte und wirklich sprechen würde, würde hier keiner mehr was verstehen. Also Anton sagt zwar, das wäre Dialekt, aber glaubt mir, echter Dialekt ist krasser, ist viel krasser. Alter, ich sollte echt die Steine wieder aktivieren, das ist echt schlimm. Oh wait, wie ging das noch? Da muss ich auf die Karte, ne? Ich würde und werde dich verstehen. Nee, keine Chance, weil ich kein Fränkisch kann. Ich würde es ganz gerne können, aber ich kann es nicht. Oh, ein Wolf. Und ein Hinox. So, bin ich nah genug dran? Hier ist ein Gegner. Damit ist mir egal. Okay. Lass den Wolf gegen den Hinox kämpfen. Geht das? Kann ich den Hinox hier hinjagen? Echt? Das geht doch gar nicht, oder? Hi ihr, kommt mal. Hallo Hinox. Hey, wo sind die Wölfe? Ach, haben die Angst? Ah, die haben ja Angst, ist ja langweilig. Nee, dann will ich nicht gegen dich kämpfen. Sehe ich nicht ein. Oh, der schmeißt gleich. Oh, oh. Normalerweise nur Dialekt. Wenn ich Hochdeutsch rede, müssen sich auch immer wieder ein paar Ausdrücke vom Dialekt. Ja, bei mir auch. Okay, lass mich in Ruhe. Das ist nicht, was ich möchte. Das ist auch nicht, was ich möchte. Ich möchte hier gerne auf. Fotomodul, habe ich dich schon? Nee. Ein Spurtpfeilchen. Speichern! Wieder was eingeführt oder eingetragen. Lass dich vom Hinox knuddeln, du kannst mir mal sonst was erzählen, mein Freund.
La 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 la. Gut. Von all den Dingen, die ich nicht tun werde, ist Hinox nur jetzt so. Achso, du, das heißt Kartoschka, hä? Ja. Kartoschka! Und Patata! Patate! Och nö, lass mich in Ruhe. Ich hab Bock auf euch. Fress diese Vögel hier, die freuen sich. Habe ich so viel gesungen, dass ich schon wieder hungrig geworden bin. Schön. Schön. Mit dem Stinkefinger im Hintergrund, das ist echt schön. Ja, Kartoschka heißt Kartoffel und Wodka heißt Wässerchen. Hoppla di, hoppla da, life goes on. La 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 la, life goes on. Oh nein, ich habe mich versucht, das war ein falsches Lied. Hoffentlich kriege ich keine Gamer Strikes. Oh, ich werde so lange singen, bis ich keine Fehler mehr mache. Willst du zuhören? Ha! Wodka! Oh ja, ich werde definitiv deine Verwandten einfach ansprechen mit Wodka. Dann werden die sagen, nice. Math, oh no. That's not nice. So, Link, hoch. Ich hatte mir ein anderes Ergebnis erhofft. Aber irgendwas ist doch hier drin. Muss ich da eine Bombe sprengen oder was? Bombe sprengen ist immer die beste Idee. Achtung! Es hat nicht bewirkt, was ich mir erhofft hatte. Oh, nice. Oh, wait, die schmeiße ich gleich nochmal hin. Weil es kann. Fotomodul, wir machen Fotos. Ein Maxi-Trüffel in seiner vollen Pracht. Okay, bye, Quinch. Good luck. Ja, er kommt vom Woda, glaube ich, heißt das, ne? Woda! Da fehlt ein Stein, oh je. Oh, nice. Könnte ich denn jetzt noch einen Stein herkriegen? Puh, das ist ein unschaffbares Rätsel, finde ich. Sehr gemein, mich vor so ein Rätsel zu stellen. Steine? Hier gibt es irgendwie keine Steine. Nein! Oh, guck mal, hier ist ein kleiner Wald. Und er hat nichts zu bedeuten. Ja, das ist ja ein toller Wald. Wir sind weder in einem Ballerspiel noch in OT. Schön. Okay, dich habe ich schon. Könnt ihr einfach einsammeln. Kriege ich denn jetzt das her, was ich suche?
Wunderschöne Bilder habe ich hier. Stasi-Modul, das hilft ungemein. Meinst du? Dann gehe ich gleich nochmal zurück. Okay, die wackeln alle. Habe ich eigentlich die Route schon fotografiert? Ich frage für einen Freund. Ja, habe ich. Okay. Das meist nur ein paar Meter entfernt. Okay, sowas hätte ich vermutet, ja. Maxi Edeltrüffel. Ja, lel. Oh, hi. Das hat ja sogar funktioniert. Was? Das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Noch was Unbekanntes. Ein Frostling. Ja. Dass man schön alle suchen kann in Zukunft. Frostling. Oh. Dieser Baum sieht mir besonders aus. Nein, das war Bambi selber. Die Mutter würde ich doch niemals umbringen. Dann wäre ja Bambi allein. Das wäre gemein. Nee, nee. Nee, keine Sorge. Ich habe Bambi gekillt. Ich finde das voll in Ordnung, weil Bambi ist ja jetzt gar nicht so, also, ne? Bambi würde bestimmt nicht ohne seine Mutter leben wollen. Also, von daher passt das ja. Stein. Komm schon, Stein. Kleinstein, Einstein. Schade, jetzt habe ich gedacht, ich könnte voll den Umweg laufen irgendwie so, aber nein. Puh, dann gehe ich halt wieder. Auch in Ordnung. Toll, jetzt regnet es auch noch. Super, ey. Das hat ja klasse funktioniert.